no light at the end of the tunnel. She tries so hard, but it doesn't work. But now she starts to decide that it's time to stop regretting. Wonder suddenly appear in life. Hope comes back, you can see it in her eyes. Zuckerbrot und Peitsche. Wenn diese beiden Städte Schwestern wären, hätte die Ältere alle guten Eigenschaften geerbt. Für die Jüngere wäre nicht mehr viel übrig geblieben. Kaum hatten wir das Abi in der Tasche, sind die meisten von uns ausgeschwärmt. Viele meiner Freundinnen fahren derzeit durch die USA. Ein paar liegen an einem thailändischen Strand. Martha ist sogar nach Neuseeland gereist, um dort zu schnorcheln. Ich hingegen wollte einmal im Leben mutig sein und über den Tellerrand schauen, aus meinen Gewohnheiten ausbrechen und das, was mich täglich umgibt, als eine Option von vielen begreifen, als etwas, das sich ändern wird. Also ging ich nach Südamerika, tief hinein in den Kontinent, dorthin, wo es keine Küste gibt. Letzten Endes war es wohl ein Wort, das mich hierher gelockt hat. Wenn Martha mit ihren Eltern Spanisch spricht, geht die Sonne auf. Farben beginnen zu leuchten, Menschen entspannen sich und die Welt wird weit. Corazón, sagt Martha zum Beispiel, Alegría oder auch nur tomar un café. Unweigerlich strömen Bilder in meinen Kopf von Stränden in gleißendem Licht, von königlichen Städten und weitläufigen Hügellandschaften. Ich wäre gerne so, wie das klingt. Spontan und temperamentvoll. Jetzt habe ich die Gelegenheit dazu. Zumindest bis ich in 6 Wochen mein Jurastudium in Heidelberg beginnen werde. Es más fácil, llegar al sol que a tu corazón, beschwert sich der Sänger der mexikanischen Rockcombo Maná. Es ist einfacher, zur Sonne zu gelangen als zu deinem Herzen. Das werden wir ja sehen, murmelte ich und buchte den Flug. Als ich El Alto verließ, wurde mir klar, dass dieser Flughafen nicht alt war, sondern hochgelegen. Über 4000 Meter. Mir schwirrte der Kopf, vielleicht taumelte ich sogar ein wenig. Irgendjemand drückte mir ein paar unscheinbare Blätter in die Hand. Nichts von Fremden annehmen, schoss es mir durch den Kopf. Dann sah ich, dass es sich um ein Mädchen handelte. Lächelnd schob sie sich ein Blatt in den Mund. Du musst sie kauen, meinte sie, nicht herunterschlucken. So viel Spanisch verstand ich, Martha sei Dank. Und wenn ich fertig bin mit dem Kauen, wollte ich fragen, als ein älterer Herr direkt neben uns einen grünen Speichelfaden zum Boden hin abseilte. Ich meinte, Blätterreste darin zu erkennen. Das Mädchen lächelte noch immer. Es sah augenscheinlich nichts Ungewöhnliches an der Situation. Auch der Alte grinste nun. Einst mochten seine Zähne in Reih und Glied gestanden haben. Mittlerweile waren die meisten davon desertiert. Nur 2 Schneidezähne hielten sich wacker am Unterkiefer. Wahrscheinlich würden sie ebenfalls bald das Weite suchen. Ob das etwas mit den Blättern zu tun hatte? Die beiden sahen mich an. Zögernd legte ich mir eines davon auf die Zunge. Es schmeckte bitter und grasig. Dafür merkte ich, wie meine Gedanken sich ordneten. Die Zeit floss wieder in die richtige Richtung. Das Mädchen nickte zufrieden. Das beste Mittel gegen die Höhenkrankheit ist eben Coca, meinte sie. Den Hexenmarkt besuchte ich auf Anraten von John, eines Amerikaners, den ich in der Jugendherberge getroffen hatte. Wir schlenderten vorbei an Lamaföten, Schlangenfleisch und allerlei Mittelchen, auf denen sicherheitshalber steht, wofür sie gut sind. Knackiger Po, raschere Hochzeit und Glück bei der Gerichtsverhandlung zum Beispiel.
Die treuesten Kundinnen der Hexen sind betrogene Ehefrauen. Sie kaufen sich 2 Kerzen in Tiergestalt. In eine ritzen sie den Namen des treulosen Mannes ein, in die andere den der Nebenbuhlerin. Nachts zünden sie beide Kerzen in einer Kirche an. Das bringt den Ehemann zurück ins heimische Bett. Für eine angehende Jurastudentin gäbe es hier eine Menge zu tun. Auf dem Weg in die Hauptstadt blieb unser Bus liegen. Der herbeigerufene Fahrer eines Ersatzfahrzeugs kam, als der Abend bereits anbrach. Noch ehe er ganz ausgestiegen war, rief er schon, dass er uns heute leider nicht mehr ans Ziel bringen könne. Stattdessen führe er uns in die nahegelegene jüngere Schwesterstadt. Als ich dort den Bus verließ, zog ich mir die Mütze tief in die Stirn. Es war kalt, vielleicht 5 Grad Celsius. Zudem hatte ich den Eindruck, dass mein blondes Haar die Nacht wie ein Leuchtfeuer erhellte. Ich suchte das erstbeste Hotel und buchte dort ein Zimmer, ohne nach dem Preis zu fragen. Vielleicht wäre alles gut ausgegangen, hätte ich nicht beschlossen, einen späten Spaziergang zu unternehmen. Die Buspanne hatte dafür gesorgt, dass ich seit dem Mittagessen nichts mehr zu mir genommen hatte. Nur kurz zu einem Kiosk oder in eine Bar, das musste doch möglich sein. Déjame entrar en toditas tus rincones, fordert Maná. Lass mich all deine Ecken erforschen. Eng sind die Gassen dieser Bergstadt und sehr dunkel. Immerhin waren ein paar Leute unterwegs. Ihre korpulenten Gestalten lösten sich erst wenige Schritte vor mir aus der Umgebung. Es mochte an den Ponchos liegen. Die Männer, denen ich begegnete, wirkten untersetzt und kräftig. Die Frauen rundlich und bärenstark. Schneidend kalt war die Luft. Dann sah ich eine Bar. Bevor ich eintrat, stellte ich mir vor, wie sich alle Anwesenden zu mir umdrehen und mich, die Ausländerin, entgeistert anstarren. Eine junge Frau mit blauen Augen und hellblonden Haaren. Es war aber nur der Barkeeper da. Ich wusste nicht, ob ich über diesen Umstand erfreut sein sollte. Ein paar Gäste wären mir lieber gewesen. Unser Dialog wurde kein Glanzstück meiner Spanischkenntnisse. Hola, ¿qué quieres comer? Salteñas? Vale, frittierte Teigtaschen also. Immerhin keine Lamaföten oder Schlangenfleisch. Mein Hunger sorgte dafür, dass es mir gut schmeckte. Ich war stolz darauf, mir das Abendessen durch meine Spanischkenntnisse erarbeitet zu haben. So stolz, dass ich zunächst gar nicht bemerkte, wie die Tür aufging und ein Mann hereinkam. Erst als er sich zu mir setzte, blickte ich auf. Untersetzt und kräftig, natürlich. Seine Stimme klang rau, als müsse er sich erst daran gewöhnen, etwas zu sagen. Er stotterte leicht. Tagsüber arbeite er in den Minen, meinte er, am Cerro Rico, dem reichen Berg. Nein, kein Silber, lachte er, gelbbraune Zähne. Wahrscheinlich kaute auch er regelmäßig Coca. Das gebe es kaum noch, obwohl die Stadt jahrhundertelang das Synonym für den damit verbundenen Reichtum gewesen sei. Ohne den Berg wäre Spanien niemals so mächtig geworden. Das Gebirge schenkte den Eroberern das Silber und fraß dafür die Indígenas, die in ihm arbeiten mussten. Heutzutage baue er Estaño ab. Zinn, ich musste das Wort nachschlagen. Ob ich eine Chicha wolle, fragte er. Was der Barkeeper dann auf unseren Tisch stellte, spottet jeder Beschreibung. Ein heufarbenes Maisbier, lauwarm, schleimig und süßlich. Früher haben es die alten Frauen hergestellt, indem sie den Mais so lange kauten, bis ihr Speichel deren Stärke zu Zucker zersetzt hatte. Die Mischung spuckten sie aus. Sie bildete den Hauptbestandteil des Bieres. Heutzutage wird Chicha in aller Regel industriell hergestellt. Trotzdem schmeckte das Gesöff abscheulich. Während ich meine liebe Not damit hatte, das Glas leer zu trinken, schüttete mein Gegenüber 3 davon in sich hinein. Offenbar verdüsterte sich dadurch seine Stimmung, denn er begann, von den Bedingungen im Bergwerk zu erzählen. Unmenschlich seien die, es handle sich quasi noch immer um Sklavenarbeit. Er könne sich kaum dieses kleine Abendvergnügen hier leisten. Dann wollte er wissen, wie viel ich in Deutschland verdiene. Noch gar nichts, druckste ich herum und machte Anstalten zu bezahlen.
Mein Gegenüber flätzte mittlerweile halb auf dem Tisch. Immer wieder erstaunlich, was Alkohol bei Männern anrichtet. Einmal wollte mein Gesprächspartner sogar unwillkürlich nach mir greifen, besann sich jedoch kurz darauf. Ich müsse gehen, behauptete ich und bedeutete dem Barkeeper nochmals unmissverständlich, dass ich zahlen wolle. Ich nahm mir vor, meinen Gesprächspartner trotz allem einzuladen. Wohin? Fragte der. Zum Hotel, sagte ich und fügte sicherheitshalber hinzu, dass dieses sich gleich nebenan befände. Beim Eintreten hatte ich tatsächlich ein Hotelschild gesehen. Juristisch war das einwandfrei, eine Notlüge zur Abwehr einer Gefahr. Dass ich damit nicht übertrieb, wurde mir sofort darauf klar. Nimmst du mich mit? Er hatte den Oberkörper vom Tisch erhoben und lächelte nicht mehr. Unförmige Stärke, wie ein in die Enge getriebenes Tier. Dechame entra in toditas tus passiones. Ich schielte hinüber zum Barkeeper. Der war sehr damit beschäftigt, in die andere Richtung zu schauen. Manchmal entführen sie in diesem Land Touristen, um mit deren Kreditkarten den Maximalbetrag abzuheben. Wenn es schlecht läuft, nehmen sie dir auch das Mobiltelefon ab. Sie betäuben dich mit Chloroform und ziehen dich bis auf die Unterhose aus. Ich wunderte mich, dass ich so ruhig blieb. Einen absurden Augenblick lang fragte ich mich, wie es wohl wäre, jetzt an einem thailändischen Strand zu liegen. Das gehe nicht, sagte ich bestimmt. Der Hotelbesitzer erwarte mich in 10 Minuten und habe mir klargemacht, dass ich keinen Besuch mitbringen dürfe. Niemals zuvor hatte ich besser Spanisch gesprochen. Der Gast grummelte in sich hinein, als ich aufstand und dem nach wie vor untätigen Barkeeper das Geld hinlegte. Ein wenig zu hastig zog ich meinen Mantel an und trat hinaus. Es war noch dunkler geworden, hart und finster lagen die Gassen in der Kälte. Mittlerweile waren kaum noch Passanten unterwegs. Diese Stadt hat gelitten, schoss es mir durch den Kopf. Nicht obwohl, sondern weil sie so reich war. Als ich zum Hotel zurückging, musste ich mich zurückhalten, um nicht zu rennen. Erst im Zimmer begann ich zu zittern, und das lag nicht an der Kälte. Am folgenden Morgen habe ich die Stadt verlassen. Und dann das, wenn diese beiden Städte Schwestern wären, hätte die Ältere alle guten Eigenschaften geerbt. Keine 100 Kilometer Luftlinie entfernt tut sich eine neue Welt auf. Ich sitze auf der Aussichtsterrasse des Klosters La Recoleta und kann mich nicht satt sehen. Kolonialhäuser und Rundbögen, geschwungene Gässchen und üppige Gärten, all das überstrahlt von einer gütigen Sonne. Die Bewohner lächeln mich an. Auf einmal nehmen sie sich Zeit, mich kennenzulernen. Viele Studenten sind dabei. Hinabgestiegen in die Hauptstadt, so sagen sie hier, und meinen es anerkennend. Wer zuvor das karge Hochland durchstreift hat, fühlt sich in der weißen Stadt wie in einer Oase. Ahora es nuestro momento de brillar como el sol, singt Mana. Jetzt ist unser Moment gekommen, lass uns leuchten wie die Sonne. Tenemos todo para hacerlo con cojones, dignidad y valor. Wir haben alles, was wir dafür brauchen, die Eier, die Würde und den Mut. Von dieser Stadt aus betrachtet, kann sie recht haben. Nirgendwo sonst auf der Welt verstehen es die Menschen besser, mit einem Lächeln zu kämpfen. Hier werde ich Atem schöpfen. Zuvor hatten sich die Ereignisse überschlagen. Sie hatten mich mitgezerrt und kräftig durchgeschüttelt, noch ehe ich wirklich angekommen war. Coca, Chicha, Hexenmarkt. Jetzt schwinge ich wieder im mir eigenen Rhythmus. Ich bin froh, dass ich mich auf das Wagnis Südamerika eingelassen habe. Diese Region wird mir noch viel geben können, das weiß ich. Bald schon werde ich weiterziehen, das Altiplano kennenlernen und danach den Titicacasee. Wieder ein ungleiches Paar, bei dem die Schroffheit des Ersteren die Schönheit des Letzteren erst richtig zur Geltung bringt. Dass ich neue Kraft gewonnen habe, verdanke ich allein diesem Ort. Dabei hätte ich mir denken können, dass ich mich hier wohlfühlen werde. Immerhin verfügt diese Stadt über 3 Schokoladenfabriken. Auch wenn ihr Name, so süß er auch klingt, rein gar nichts mit Zucker zu tun hat. Musik.
had so many ideas and plans. Had many friends, but she lost them on her way. But now she starts to decide that it's time to stop regretting. Wonder suddenly appear in her life. Hope comes back, you can see it in her eyes. Life's got her back. Life's got her back. Life's got her back. Life's got her back. Suddenly, everything seems possible for her.